Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe in den letzten Monaten viele interessante Nachrichten von Ihnen bekommen. Oft ist es in diesen Nachrichten um Themen gegangen, wie zum Beispiel, du Ronny, hast du vielleicht einen kleinen Tipp für mich? Ich habe zwar schon Hunde besessen, doch die waren alle etwas ruhiger, ja, etwas, sag ich mal, weniger bewegungsfreudig. Zwar groß, wuchtig, alles, aber ich hätte jetzt gern etwas Triebiges, auch groß, aber etwas mit mehr Bewegungsfreude. Hast du da vielleicht einen kleinen Tipp für mich, was da in Frage kommen könnte? Auch umgekehrt war es der Fall bei einigen Nachrichten. Jo, soweit es in meiner Macht gestanden ist, habe ich hier gern einen meiner persönlichen Tipps abgegeben und versucht, diesen Leuten, wie gesagt, soweit es mir möglich war, zu helfen. Habe auch erst vor einigen Wochen einen Herrn mit zwei Malinois getroffen, zwei älteren Malinois, auch der Herr war an die 60 Jahre alt, schätze ich mal, der zu mir gesagt hat, er führt jetzt schon seit über 30 Jahren den Malinois als Rasse und wenn die beiden mal nicht mehr sind, möchte er sich gerne noch einen Hund nehmen. Allerdings keinen Mali mehr, denn da er selbst schon in die Jahre gekommen ist, ist er davon überzeugt, nicht mehr die körperliche Energie aufbringen zu können, um einen Malinois artgerecht halten zu können. Ich habe ihn da gut verstanden, ja. Habe mich dann auch diesbezüglich noch weiter mit dem Herrn unterhalten, habe mir angehört, was er sich denn in Zukunft so vorstellen würde als seinen letzten Hund, war sehr interessant. Auch ein ehemaliger Hundesportkollege von mir, der leider schon verstorben ist, ein eingeschworener Fan des deutschen Schäferhundes und immer in Begleitung von deutschen Schäferhunden gewesen, den traf ich vor einigen Jahren, als ich noch in Wien lebte, habe ihn ein paar Jahre aus den Augen verloren gehabt. Umso größer war die Freude, als wir uns wiedergesehen haben. Unterhielten uns über vergangene Erlebnisse bezüglich Hundesport. Und er sagte mir, Ronny, stell dir vor, was ich jetzt habe. Nicht nur was, Alter. Ein Brüderpaar Rottweiler. Ja, wirklich, du alter Schäferhundemann, hast Rott. Ja, und er sagte mir gleichzeitig auch, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine völlig andere Welt es ist, mit Rottweilern zusammenzuleben als mit deutschen Schäferhunden. Doch, ich konnte mir das vorstellen. Das unterschätzen viele. Liebe Zuseher, ich habe mit Vito meinen vierten Hund. Mein erster Hund Boris war, ja, ein Bär mit weit über 70 cm Schulterhöhe und weit über 60 Kilo Gewicht. Ruhig, entspannt, ausgeglichen, hohe Reitschwelle. Ein Sir. Sein mit ihm etwa 4 Jahre zusammenlebender Partner und mein zweiter Hund, Attila, der American Pitbull Terrier, war genau das Gegenteil. Der war Dynamit, absolutes Feuer, aufbrausend, giftig, schnell, triebig. Zwei völlig verschiedene Planeten. Mein dritter Hund, Shiro, wurde leider nur 10 Monate alt, der Tosa. Aber trotz des geringen Alters, das er nur erreicht hat, war er auch ein typischer Moloser. Hohe Reitschwelle, ruhig, ausgeglichen, nervenstark. Vito wiederum, mein vierter Hund jetzt, ist wieder genau das Gegenteil. Ein triebiger, giftiger Bandit, der oftmals etwas aufbrausend ist und sehr, sehr viele Facetten binnen kürzester Zeit an den Tag legt. Ja, es ist eine völlig andere Welt, mit einem ruhigen, ausgeglichenen Hund zusammenzuleben, unterwegs zu sein oder mit einem triebigen, schnellen, drahtigen Hund unterwegs zu sein. Ja, und da ich schon des Öfteren von Ihnen diesbezüglich angeschrieben, gefragt wurde, dachte ich mir, ganz kurz mal ein oberflächliches Video über dieses Thema zu bringen. Kann man sagen, dass diese triebigen, schnellen, drahtigen Hunde die besseren sind oder die wuchtigen, ruhigen, ausgeglichenen Hunde die besseren sind? Na, selbstverständlich kann man das nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was Sie wollen, was Sie in Zukunft mit dem Hund vorhaben, wie Sie körperlich beieinander sind, wie es mit ihrer Hundeerfahrung aussieht. Aber man kann hier einige Unterschiede aufzählen und das möchte ich schnell mal tun in Form von Vorteile der drahtigen, schnellen, triebigen Hunde und Vorteile der wuchtigen, ausgeglichenen, ruhigen Hunde. Ich werde da gleich mal mit den schnellen, triebigen, drahtigen Hunden beginnen. Und ich möchte behaupten, dass die meisten dieser schnellen, triebigen Hunderassen, dieser drahtigen Hunderassen, sich für den Hundesport generell etwas besser eignen.
Das ist natürlich nicht immer so. Schauen wir sie mal zu den neuen Gebrauchshunderassen. Da haben wir meiner Meinung nach den, wenn es rein nach dem Rassestandard geht, den ruhigsten mit dem Rottweiler. Ja, also wenn Sie den Rottweiler hernehmen, nicht unbedingt aus einer Leistungslinie, die oftmals den Trieb eines Dobermanns vorweisen, aber sage ich mal den typischen Rottweiler, ruhig, nervenstark, ausgeglichen, dennoch ein exzellenter, perfekter Gebrauchshund, ist nicht umsonst dabei bei den neuen Gebrauchshunderassen, aber in völliger Art und Weise heranzugehen beim Gebrauchshundesport an den Rottweiler, wie zum Beispiel beim Mali oder beim Dobermann. Jeder, der mit dem Hundesport zu tun hat und diese Rassen kennengelernt hat, wird mir dabei pflichten. Also auf eine andere Art und Weise zu arbeiten mit diesen Hunden. Aber im Gesamten gesehen eignen sich, sage ich mal, die drahtigen, schnellen, triebigen Hunde. Die sind begeisterungsfreudiger, unternehmungslustiger, oftmals auch lernwilliger als die ruhigen, ja, ausgeglichenen Hunde. Eignen sich diese Hunde oftmals besser für den Hundesport generell. Nicht immer, aber meistens. Also das ist ein Vorteil, möchte ich mal sagen. Ein anderer Vorteil besteht darin, dass diese drahtigen, schnellen Hunde sehr häufig die besseren Melder sind. Nicht die besseren Wachhunde generell, möchte ich das vielleicht so erklären. Wenn Sie einen auf einem Grundstück einen 40, 45 Kilo schweren Dobermann haben, der jetzt zu dieser Kategorie der schnellen, drahtigen Hunde gehört, und am benachbarten Grundstück haben Sie einen 60, 65 Kilo schweren Bullmastiff Wachen, der hier bei diesem Video zu den eher ruhigeren, ausgeglichenen Hunden gehört, obwohl er ein sehr sportlicher Maloser ist, dann wird optisch mit Sicherheit der wuchtige Hund höchstwahrscheinlich zuerst mal mehr beeindrucken. Doch der bessere Melder, der schnellere Melder ist mit Sicherheit der drahtigere Dobermann. Er ist nicht generell der bessere Wachhund, aber er meldet früher, zuverlässiger. Ja? Also ich würde sagen, dass das im Gesamten gesehen so ist, dass die drahtigen, schnellen, triebigen, aufmerksamen Hunde immer die besseren, die schnelleren Melder sind. Nicht unbedingt die besseren Wachhunde, aber sie sagen Ihnen vielleicht etwas schneller, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ein weiterer Vorteil ist meiner Meinung nach, dass diese drahtigen, schnellen, triebigen Hunde auf jeden Fall mehr geeignet sind für unternehmungslustige, jüngere Leute. Also Leute, die gerne immer und überall sind und ihren Hund dabei haben. Sei es beim Radfahren, beim Joggen oder sonstigen extremen Bewegungsarten, ja, wo sie den Hund dabei haben wollen. Hier eignen sich selbstverständlich die unternehmungslustigen, bewegungsfreudigen, begeisterungsfreudigen, triebigen, drahtigen, schnellen Hunde viel mehr als die ruhigen, ausgeglichenen. Ja, die, also das ist ganz klar, das liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Es gibt auch sehr viele wuchtige, ruhige Hunde, die Sie begeistern können für extreme Sportarten. Keine Frage, aber im Allgemeinen gesehen haben hier diese drahtigen, triebigen Hunde die Nase vorn. Also es kommt hier darauf an, was Sie vorhaben. Ja. Gehen wir mal zu den Vorteilen der wuchtigen Hunde. Also die sind meiner Meinung nach, und da fährt die Eisenbahn drüber, zu Hause in 90% der Fällen weniger zu spüren. Auch wenn Sie vielleicht die doppelte Substanz mitnehmen. Aber bleiben wir gleich beim Dobermann. Nehmen Sie einen 40, 45 Kilo schweren, triebigen Dobermann her, der mit Ihnen zusammen zu Hause lebt. Und ja, jetzt vergleichen Sie das. Bleiben wir beim Bullmastiff mit einem 60, 65 Kilo schweren Bullmastiff, der bei Weitem ruhiger ist, wenn er den Rassestandard optimal vertritt. Ich würde sagen, dass der Dobermann viel häufiger aufspringt, meldet, nachsieht, ob irgendwas passt oder nicht passt und so weiter, während der Bullmastiff hier weit entspannter funktioniert. Also den werden Sie mit Sicherheit viel weniger zu Hause spüren als den weit triebigeren Dobermann, ne? Obwohl der Bullmastiff mehr Substanz, sage ich mal, mitnimmt. Also das ist ein Vorteil der wuchtigen, ruhigeren, ausgeglichenen Hunde, würde ich mal sagen. Oftmals haben diese wuchtigen, ruhigen Hunde den Vorteil, dass sie geeigneter sind in kinderreichen Familien. Ist nicht immer so. Ja? Aber wenn wir speziell zu den Molossern gehen, die für ihre hohe Reitschwelle bekannt sind, für ihre Charaktereigenschaften, wie ich lasse mich nicht schnell aus der Ruhe bringen, ich bin nicht aufbrausend und so weiter, dann kommt das kinderreichen Familien schon zugute. Wobei es, wie gesagt, nicht immer so ist. Es gibt auch sehr viele triebige, drahtige, schnelle Hunde, die äußerst fantastische Kinderhunde darstellen. Nehmen wir als Beispiel hier den deutschen Boxer.
sind triebige Hunde. American Pitbull Terrier oder triebige Amstaffs, triebige Staffordshire Bull Terrier und so weiter sind aber gleichzeitig auch für mich die besten Kinderhunde auf der Welt. Also, man kann ja nicht alle triebigen, drahtigen Hunde in einen Topf werfen. Generell nicht, denn auch schnelle, triebige, giftige Hunde können exzellente Kinderhunde darstellen. Aber im Allgemeinen gesehen sind hier die wuchtigen, ruhigen, Sie wissen schon, die Ausgeglichenen etwas im Vorteil. Die lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wenn Kinder laut lachend herumtollen, vor ihren Füßen herumlaufen und so weiter. Ah, Sie wissen schon, was ich meine. Ich würde sagen, das ist ein Vorteil dieser wuchtigen, ruhigen, ausgeglichenen Hunde. Ne? Diese Brocken, diese ruhigen, ausgeglichenen Brocken stellen oft die besseren Schutzhunde dar. Nein, nicht im Fall der Fälle, wenn es wirklich zu einem Kampf kommt mit einem Aggressor. Ja? Das nicht. Ja, weil ich kann nicht behaupten, dass Hunde wie Schnauzer, Dobermann, Deutscher Schäferhund etc., welche hier in der Kategorie der schnellen Triebigen zu Hause sind, schlechtere Schutzhunde wären als diese Brocken ja, mit 60, 70 Kilo. Also ganz im Gegenteil, die sind vielleicht sogar die besseren Schutzhunde. Es geht ja rein nur jetzt mal um die Optik. Also Sie müssen davon ausgehen, dass viele der Schurken, Kriminellen da draußen keine Ahnung von Hunden haben. Ja? Und die lassen sich dann oft von der Optik einschüchtern. Und hier wirkt natürlich so ein ruhiger, aber mächtiger Hund ja, schon beeindruckender als ein 30 bis 45 Kilo schwerer Hund. Ja? Wenn sie allerdings ein Schurke sind, ein Krimineller sind und sich mit Hunden auskennen, ja, dann ist es ihnen egal. Dann wissen sie, dass der, weiß ich nicht, der 40 Kilo schwere deutsche Schäferhund mindestens genauso ein effektiver Schutzhund ist wie der 65 Kilo schwere Bullmastiff. Ja? Aber wir gehen davon aus, dass der Schurke, der sie attackieren möchte, nicht so viel Ahnung von Hunden hat, dann wird er sich höchstwahrscheinlich zuerst mal von diesen Brocken mehr beeindrucken lassen. Deswegen würde ich sagen, dass diese wuchtigen, ruhigen, ausgeglichenen Brocken oftmals die besseren Schutzhunde sind, wenn es um die Abschreckung geht. Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, also wie gesagt, was ist besser, was ist schlechter, das kann man nicht sagen. Ganz wichtig, oder nein, man kann vielleicht sagen, einige Dinge kann man schon vorhersagen. Denn ich würde sagen, dass je älter das ich werde, natürlich lässt hier auch die Fitness immer mehr nach. Ja. Auch ich bin ein Mensch, der sehr erpicht darauf ist, körperlich fit zu bleiben. Ich trainiere regelmäßig von Kindheit an und auch heute noch. Ja, manchmal wird es mir schon zu viel, aber ich kann nicht ohne. Dennoch merke ich, je älter ich werde, desto mehr lasse ich nach. Ja. Also ich würde sagen, je älter man wird, ja, desto weniger sollte der Fokus auf diese schnellen, drahtigen, bewegungsfreundigen, unternehmungslustigen Hunde gelegt werden und sich eher verschieben zu den ruhigeren, ausgeglicheneren, eher weniger unternehmungslustigeren Hunden. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Man muss natürlich nicht sein. Ja. Aber in meinem Fall wäre es so. Ich habe gesagt, nach Vito werde ich höchstwahrscheinlich keinen derartig triebigen Hund mehr haben, wenn ich überhaupt noch mal einen haben werde. Aber wenn, dann wird es auf jeden Fall ein ruhiger Hund. Das meine ich. Also je älter man wird, desto eher soll sich der Fokus meiner Meinung nach zu den ruhigeren, ausgeglicheneren Hunden hin bewegen. Das kann man vielleicht sagen. Was auch ist, dass Sie, wenn Sie das tun, aufpassen. Damit meinte ich nicht, dass Sie, wenn Sie ein ziemlich gebrechlicher Mensch sind, ja, sich dennoch so einen wuchtigen, ruhigen Hund nehmen können. Oder wenn Sie vielleicht eine Frau sind mit 50, 60 Kilo. Ich möchte Ihnen da eine kurze Geschichte erzählen. Auf einer Hundestellung war ich in der Molossa-Halle drinnen, begab mich zum Ring, wo die Bullmastiffs ausgestellt wurden. Ich traf dort eine Dame aus Deutschland, eine Züchterin, und kam mit ihr in ein ganz tolles Gespräch. Wir unterhielten uns dort 20 Minuten mindestens. Die hatte wunderschöne Bullmastiffs. A la Bonheur. Ja, es kam ebenfalls eine Dame, auch aus Österreich, mit einem Bullmastiff, der auch dort im Ring ausgestellt wurde, dazu zu dem Gespräch. Ja, und wir waren dann ein Trio, das miteinander gesprochen hat. Irgendwann einmal fiel das Thema Handling des Bullmastiffs. Ja. Und die Dame aus Österreich behauptete, wenn man Ahnung hat von Hunden, also wenn man weiß, wie es geht, dann kann man jeden Hund bändigen. Ich war da nicht ganz ihrer Meinung und sagte, ja, jeder Hund kann irgendwann mal das tun, was er möchte. Und dann kommt es ja wohl darauf an, ob man körperlich dazu fähig ist, den Hund zu halten. Die Züchterin aus Deutschland stimmte mir zu. Bandit.
Die Besitzerin aus Österreich verneinte und meinte, nur ist das noch nie geschehen, dass sie in eine Situation gekommen wäre, wo sie ihren Bullmastiff nicht mehr halten hätte können. Und ich sagte zu ihr, schauen Sie, dann war es deswegen so, weil ihr Hund das nie tun wollte. Nein, sie weiß, wie das funktioniert. Sie, schauen Sie, Ernst, mit mir sind schon leichtere Hunde 10 Meter abgefahren, bevor ich sie stoppen könnte. Ihr Bullmastiff, wenn der möchte, fährt er mit ihnen an der Leine bis nach Afrika, außer sie werfen den Anker. Na, haben wir hin und her diskutiert. Schauen Sie, liebe Zuseher, wenn ich sage, je älter man wird, desto mehr sollte sich der Fokus Richtung wuchtige, ausgeglichene Hunde bewegen. Sie müssen dabei auch immer ihre körperliche Fitness beachten. Unterschätzen Sie das nicht. Ich habe einige Zuseher, die mir schon geschrieben haben, die mir Bescheid gaben über ihr Gewicht. Die sagten, ich bin zwar nur 60 Kilo schwer, aber mein Hund hat 70 Kilo und dennoch geht, ja, schätzen Sie sich glücklich, dass Ihr Hund das tut, was Sie wollen. Ja? Ich hatte schon genug Hunde an der Leine, ja? Die mit mir abgefahren sind, einige Meter, bevor ich sie stoppen konnte. Ja? Also hier muss man sehr, sehr wohl auf seine körperliche Fitness achten. Aber generell sei gesagt, nochmal der einzige Unterschied, den ich sagen kann, geeignet, nicht geeignet ist, je älter ich werde, desto eher den Fokus zu den ruhigeren, selbstbewussten Hunden leiten. Ja? Und eher weg von den triebigen, drahtigen, schnellen. Aber was ist besser, was ist schlechter? Das ist so überhaupt nicht zu sagen. Ne? Geschmackssache. Was haben Sie in Zukunft mit dem Hund vor? Was erwarten Sie von dem Hund? Ja. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ein interessantes Thema, wie gesagt, ich habe beide Welten kennengelernt. Wenn Sie mich fragen, welche Welt mir besser gefällt, ja, das kann ich Ihnen schon beantworten. Beide Welten haben ihren Charme. Sowohl die Welt der ruhigen, wuchtigen, ausgeglichenen Hunde, wie auch die Welt der Banditen. Ja. Also der schnellen, drahtigen, triebigen, giftigen Hunde. Ich kann mir gut vorstellen, ja, sollte ich mir nach Vito nochmal einen Hund nehmen, der weit ruhiger als er wird, vielleicht aber wuchtiger, bulliger, mehr Substanz mitnimmt, aber ausgeglichener ist, generell im Wesen, dass mir dieses manchmal giftige, schnelle, dieses facettenreiche, das Vito vorzeigt, oft abgeht oder abgehen würde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits muss ich zugeben, dass ich mir oft in vielen Situationen schon einen ruhigeren, ausgeglicheneren Hund gewünscht hätte. Gebe ich auch zu, ja? Den ich ja mit Vito nicht habe, der ja wirklich teilweise eine Giftspritze ist. Ja. Also es hat alles seinen Reiz, möchte ich mal sagen. Ja, wer die Wahl hat, hat die Wahl. Ja, so viel zu diesem Thema, liebe Zuseher. Vielleicht war das für den einen oder anderen zukünftigen Besitzer eines drahtigen, schnellen oder wuchtigen ruhigen Hundes interessant. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.